هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد, in meiner letzten Khutba haben wir eine Prise des Namen Allahs As-Samad genossen. Heute wollen wir diesen Weg fortführen mit einem anderen prächtigen Namen Allah Ta'alas, nämlich den Namen Al-Qarib. Al-Qarib, was so viel bedeutet wie der Nahe. Fühlst du auch manchmal Einsamkeit und Kälte? Hat dich auch schon mal ein Freund verraten? Fühlst du manchmal zwischen dir und den dir am nächsten Menschen eine Wand und eine Sperre? Hast du auch manchmal eine Sehnsucht nach jemandem, dem du dich öffnest? Wie wäre es mal, diese Freunde oder Liebsten beiseite zu lassen und dich dem Nahen, dem Allhörenden zuzuwenden, der sich nicht abwendet von dem, der zu ihm gerannt kommt? Er ist es, der dich mit sich selbst bekannt macht, indem er sagt: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich ruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Und er sagt über sich selbst, indem er sich wieder bekannt macht: Gewiss, er ist allwissend, allhörend und nahe. In der Sunna wird überliefert, im Hadith von Abu Musa, Abdullah ibn Qais, er sagte, wir waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf der Reise. Einige Menschen sprachen den Takbir mit gehobenen Stimmen. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: O Menschen, seid sanfter mit euch selbst. Ihr ruft nicht jemanden auf, der taub oder abwesend ist. Ihr ruft einen Nahen und Hörenden an. Der, den ihr anruft oder aufruft, ist euch näher als der Hals eurer Kamele. Er ist nah mit seinen umfassenden Eigenschaften, nah mit seinem Hören, nah mit seinem Sehen, seinem Wissen und seiner Macht. Nichts von euch bleibt ihm verborgen. In derselben Zeit, in der er dich wissen lassen möchte, dass er über seinen Thron ist, hoch erhaben, frei von seinen Geschöpfen, in derselben Zeit will er auch, dass du weißt, dass er dir näher ist als dein Selbst. Er ist in seiner Hocherhabenheit nah und in seiner Nähe hocherhaben. Die Nähe Allah Ta'ala zu seinen Dienern unterteilt sich in zwei Kategorien. Die erste, das ist die allgemeine Nähe, die jeden Einzelnen betrifft. Die Nähe durch das umfassende Wissen und durch den durchdringlichen Willen Allahs. Dann gibt es aber eine andere Form, eine spezifischere Form der Nähe. Und das ist die Nähe zu seinen anbetenden Dienern. Eine Nähe der Liebe, Unterstützung, Erhörung und Belohnung. Am nächsten bist du Allah Ta'ala, wenn du in der Niederwerfung bist und die Worte Subhana Rabbi al-A'la flüsterst. Gepriesen sei mein Herr, der Allerhöchste. Es ist die demütigste und niedrigste Position, die ein Mensch halten kann, seine Stirn und seine Nase auf den Boden zu reiben, auf vieren gestützt. Die demütigste Position. In dieser demütigen Position gesteht man die Hoheit und die Überlegenheit Allah Ta'alas ein, in seinem Wesen, seinen Eigenschaften und in jeder Hinsicht. Zu seiner Nähe gehört es auch, dass er im letzten Drittel der Nacht herabsteigt und sagt: Gibt es jemanden, der mich bittet, damit ich ihm gebe? Gibt es jemanden, der mich anruft, sodass ich ihn erhöre? Gibt es jemanden, der mich um Vergebung bittet
auf das ich ihm vergebe. Zu seiner Nähe gehört es, dass er das Kriechen einer winzigen schwarzen Ameise auf einem dunklen Felsen in der Finsternis der Nacht sieht und hört. Allah Ta'ala sagt, kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Stell dir die ungeheure, unzählbare Anzahl der Bäume mal vor. Dann stell dir die Anzahl der Blätter vor. Stell dir vor, wie sie sich alle im Herbst von den Ästen lösen. Er kennt sie alle. Er kennt sie alle. Die Vielzahl beschäftigt ihn nicht oder lenkt ihn ab. Er kennt ihre Anzahl, ihre Farben, ihre Arten und ihre Orte, wo sie fallen. Eine Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beschwert sich über ihren Ehemann und diskutiert mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Aisha befindet sich im gleichen Haus nebendran und sie sagt, ich hörte manches und einiges davon entging mir, obwohl sie im gleichen Haus ist. Daraufhin wurden folgende Verse offenbart, in denen Allah Ta'ala sein Wissen preisgibt und seine Nähe preisgibt. Allah Ta'ala sagt, gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Ein Freund bittet seinen Freund, bevor er sein Zimmer in der Universitätswohnung verlässt, einige Worte auf einen Zettel zu schreiben, die er auf dem Rückweg zu seinem Zimmer lesen kann, die ihm etwas nutzen. Er schreibt auf diesen Zettel nur einen kleinen Satz hin. Er schreibt darauf, er sieht dich jetzt. Er sieht dich jetzt. Dieser Freund sagt später, er stand unter Schock, als er diese Worte gelesen hat. Seine Nähe muss dich beängstigen. Die Nähe Allahs zu dir, sie muss dich beängstigen, aber auch Geborgenheit fühlen lassen. Seine Nähe ist das stärkste Beruhigungsmittel. Schau, wie Allah Ta'ala seinen Propheten Musa mit dieser Medizin beruhigt, nämlich die Nähe zu Allah. Als er sich zum größten Tyrannen seiner Zeit bewegte, er sagte, Allah Ta'ala offenbarte diese Verse zu ihm, fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. Diese Nähe zu Allah kann zunehmen. Sie kann zunehmen, wenn deine Bemühungen und Aufopferungen steigen. Allah Ta'ala sagt im Hadith Qudsi, wer sich mir eine Handspanne nähert, dem komme ich eine Elle entgegen. Und wer sich mir eine Elle nähert, dem komme ich einen Klafter entgegen. Zu seiner Nähe gehört auch, dass er dir in allem, was du um dich siehst, etwas zeigt, was dich an ihn erinnern kann. Du siehst seine Weisheit in den komplexen Bauplänen seiner Geschöpfe. Du siehst seine Macht in der Platzierung der Himmelsgestirne. Du siehst seine Barmherzigkeit im Regen und der Vegetation. Du siehst seine Herrlichkeit in den Bergen. Du siehst seine Strafe in den Vulkanen, den Erdbeben und Katastrophen. Allah Ta'ala sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist, genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل إلى النار مثوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.